Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner. Und es gibt einen kleinen, kurzen Special-Part. Ja, so würde ich es mal nennen. Zu meinen kommenden Projekten, zu meinem Ausflug auf die Gamescom und zu so ziemlich vielem Zeug halt. Keine Ahnung. Also ich fange auf jeden Fall mal an. Das wird hier jetzt ein kleines Special, wer irgendwie ein Gameplay, Gameplay oder so, Commentary erwartet. Der ist hier vielleicht falsch. Wenn du hier auf meinem Video bist, es gibt hier nur Informationen zu meinem Gamescom-Trip, wie ich es fand, mein Fazit und so weiter. Und zu den jetzt dann kommenden Projekten, da ich mir gerade zwei neue Spiele gekauft habe, die ich beide gerne let's playen möchte. So, also wir fangen direkt mal an, also am besten mit der Gamescom. Wie fand ich denn die Gamescom? Auf jeden Fall, es war richtig geil, es hat mir Spaß gemacht, da mit den ganzen Leuten da auf der Gamescom zu sein, mir die Spiele anzuschauen, mich mit anderen Leuten über Spiele zu unterhalten, die Spiele anzutesten. Kollege hat mir nicht besonders gefallen, sage ich jetzt mal. Also auf YouTube klingt er besser. Hahaha. Ja. Also, ich erzähle euch mal, wie das bei mir abgelaufen ist. Am Freitag, an dem ersten Tag, bin ich um 1 Uhr morgens von Ulm losgefahren. 1.09 Uhr. Weil wir haben gesagt, wir pennen nicht irgendwie davor in Köln oder in der Nähe, weil das ist so. Hätten wir keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall, freitags 1 Uhr morgens sind wir losgefahren, wir steigen ein in den Zug und schauen uns erstmal um und der Zug ist übel voll. Ich schwöre, das glaubt ihr nicht, wie voll so ein ICE sein kann, vor allem nachts, wenn die ganzen Leute zum Flughafen müssen und nachts dann zu ihren Urlaubsorten fliegen oder was weiß ich. Da kommst du rein in den Zug, schaust links, rechts und links singen irgendwelche Bayern mit Bier in der Hand, rechts sitzen irgendwelche Typen mit ihren Koffern und die den halben Gang versperren. Ja, und dann mussten wir uns ein bisschen was überlegen, wie wir das machen. Da haben wir uns einfach irgendwo auf den Boden hingepflanzt, haben gefragt, ob wir die Koffer so ein bisschen verschieben können. Das war natürlich alles kein Problem für die. Und ich verstehe nicht, warum jetzt meine Autospur leiser wird. So Leute, mir ist gerade meine Audiomikrofon, keine Ahnung, was weiß ich, ist mir gerade ein bisschen abgeschmiert. Auf einmal ging der Ton aus, also wirklich aus. Ich weiß auch nicht warum, aber ist ja auch jetzt relativ egal. Wir machen jetzt weiter. Also wir kamen dann in den Zug rein und mussten uns wirklich überlegen, was wir machen. Haben uns da jetzt auf den Boden zwischen ein paar Koffer gesetzt, haben natürlich gefragt, ob wir die Koffer der anderen Fahrgäste verschieben können. Alles kein Problem, haben uns da hingesetzt und wir konnten bis 4 Uhr nachts wirklich nichts machen, weil wir bis Frankfurt die Bayern noch im Zug hatten und die haben die ganze Zeit Lärm gemacht, haben geredet, haben Bier gesoffen, haben mit irgendwelchen, was für Nationalität waren die? Die waren glaub Bulgaren, genau, die waren Bulgaren und haben mit denen so ein bisschen geflirtet, gelabert, haben gesungen, dies, das und da konntest du wirklich nicht schlafen da in dem Zug. Ich habe mir fest vorgenommen, in dem Zug zu schlafen, das ging aber natürlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das war richtig schlimm. Bis wir dann in Frankfurt waren, dann waren die auch weg, dann haben wir uns zwei Sitzplätze jeweils gegönnt, einmal konnten wir uns nebeneinander hinsetzen und dann eine Station weiter. Hatte jeder sogar zwei Plätze für sich allein. Dann haben wir, glaube ich, von 6 bis 6.49 Uhr habe ich geschlafen im Zug noch. Und um 6.49 Uhr waren wir schon in Köln. Bin ich in Köln ausgestiegen und dann wollten wir direkt zur Messe. Es war ziemlich kalt in Köln, also so wie das Wetter jetzt gerade überall in Deutschland ist. Einfach nicht warm, obwohl es richtig Sommer ist. Wir sind auf jeden Fall da rausgekommen. Haben dann den nächsten Zug in Richtung Messe genommen, waren dann da und haben uns erstmal unsere Bändchen geholt. Ich meine FSK 18 Bändchen. FSK? USK? Ich weiß nicht. FSK ist glaube ich für Filme. USK ist für Spiele, genau. USK 18 Bändchen und meine beiden Kollegen USK 16 Bändchen. Also die hätten auch nicht in Battlefield oder sowas reinkommen können. Dann sind wir zur Messe gefahren. Haben uns da mit einem anderen Kollegen getroffen, mit dem Joe. Mit dem Muslim bin ich von Ulm aus gefahren. Der Joe, der hat irgendwelche Bekannten in Gelsenkirchen, ist von da aus gefahren. Auf jeden Fall, wir waren da, sind dann da zu den anderen Leuten, haben uns angestellt. Wir waren eigentlich
ich würde sogar sagen, relativ weit vorne. Für den ersten Tag irgendwie. Ja. Wir waren relativ weit vorne. Es ging so alles so schleppen. So reihenweise rein in die Halle. In der Halle mussten wir dann nochmal warten. Wir haben uns dann so ein bisschen nach vorne gecheatet, indem wir einfach außen am Rand gelaufen sind. Das war auch relativ witzig. Wir sind außen am Rand gelaufen. Die anderen sind alle schnurstracks da zu diesen Schleusen gegangen, wo sie nachher ihre Karte nur zick zick reinstecken müssen und dann können sie reinlaufen. Und wir sind halt so ein bisschen um die Schlangen herumgelaufen und haben uns dann von außen reingecheatet irgendwie. Haben wir uns dann später reingeschleust, bis sie dann mal aufgemacht haben. Wir haben erstmal unsere Karten umtauschen müssen, weil wir haben ja Eventim-Karten gehabt. Die wurden dann umgetauscht gegen die richtigen Tageskarten. Dann sind wir reingegangen. Und ich habe gesagt, ja, Jungs, ich möchte direkt in Halle 6, ich möchte direkt zum FIFA-Stand, weil ich muss unbedingt FIFA spielen. Weil das ist wichtig. So. Die natürlich nichts gestresst oder so, weil sie eben auch nicht so viel zocken, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie viel zocken oder kaum zocken. Habe ich noch nie, ehrlich gesagt, mit denen drüber geredet. Die haben das aber alles ganz locker genommen, sind ganz langsam über die Messe gelaufen. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr was zocken wollt, dann müsst ihr jetzt sofort an den Stand gehen, weil sonst könnt ihr das ganz klar vergessen. Ist auch so. Ich bin direkt in Halle 6 gelaufen, ganz nach hinten, zum EA-Bereich, war erstmal begeistert und bin dann direkt in die Schlange vom FIFA rein. Da gibt es aber auch, glaube ich, eine verwackelte Aufnahme bei meinem letzten, nein, nicht letzten. Wie heißt das? Gamescom Trip, genau. Bei meinem Gamescom Trip Teil 2 gibt es so eine verwackelte Aufnahme, wo ich gerade in die Halle reinlaufe. Das war das nämlich. Und dann habe ich mich gleich in die FIFA-Schlange reingedrängt. Und ich war einer der ersten, wo FIFA 15 spielen konnte. Ja. Die Schlange kam rein, wir sind reingegangen. Ich habe mich erstmal hingesetzt. Es hat sich keiner neben mich gesetzt. Die EA-Leute haben es auch nicht für nötig gehalten, irgendwelche Leute neben mich zu setzen. Also von daher durfte ich sozusagen alleine spielen. Ich habe gegen CPU gespielt. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeitsstufe es war. Auf jeden Fall habe ich im ersten Spiel 3 zu 0 gewonnen. Und im zweiten Spiel konnte ich bis zur 20. Minute spielen. Da habe ich schon 2 zu 0 geführt. Was war das für eine Demo? Irgendwie war es bei mir so eine Demo Ultimate Team oder so. Ich konnte jetzt auch keine richtigen Teams wie Chelsea, Dortmund oder sowas auswählen. Sondern einfach, das war irgendwie so eine Ultimate Team Demo. Da war ein Ultimate Team. Team, also eine Mannschaft halt da und dann habe ich gegen Chelsea spielen können. Irgendwie. Mehr war das aber auch nicht. Das fand ich komisch. Auf jeden Fall, ich hatte Ibrahimovic und ich habe mit dem so richtig übel geile Tore gemacht. Du kannst bei FIFA 15 allgemein so richtig geile Tore machen. 14 war ja schon ein Kracher, wo ich immer dann mit Sidney Sam so Seitfallzieher-Tore oder mit der, die aus dem Fallrückzieher oder sowas gemacht habe. Aber bei FIFA 15 haben sie das nochmal so ein bisschen verbessert. Man kann richtig schöne Tore machen, wenn man denn will. Und die Laufwege haben sich auch voll verbessert. Der Rasen nutzt sich echt ab. Das ist echt so. Da haben sie nicht gelogen. Der Rasen nutzt sich echt ab. Das finde ich gut. Aber ich habe jetzt aber noch nicht erlebt, dass der Ball wegen einem Rasenloch oder sowas mal verhüpft, verspringt oder sowas. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, es gibt neue Jubel. Zum Beispiel kann man, wenn man mit Ibrahimovic auf jeden Fall zur Eckfahne geht und bei der Xbox weiß ich die Taste nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das müsste die Taste X sein, das blaue X, ja. Wenn man die Taste drückt und den linken Trigger hält, dann kickt man die Eckfahne um zum Beispiel. Und dann geht der da ab wie Schmitz Katz da draußen. Ich habe aber auch einen Jubel gesehen, da haben sich wirklich alle auf einen Haufen geworfen. Also das war schon krass, muss ich sagen. Ja, 6 Minuten Gamescom-Gelaber jetzt schon. Krass, crazy shit. Auf jeden Fall, nachdem ich dann bei FIFA war, habe ich mir erstmal so ein paar Kärtchen abgeschnappt. So, wenn ihr, da steht halt drauf, wenn ihr euch FIFA 15 bei GameStop jetzt vorbestellt, dann kriegt ihr mit diesem Gutscheincode kriegt ihr ein gratis Poster oder sowas. Dann kriegt man ein gratis FIFA-Poster und man kann gleichzeitig auch an so einem Gewinnspiel teilnehmen und irgendwas kann man, glaube ich, FIFA 15 gratis gewinnen oder eine Xbox One oder sowas kann man auch noch gewinnen.
Auf jeden Fall so Gewinnspiel-Zeugs habe ich halt mitgenommen und 5 gratis Ultimate Team Golds Sets habe ich auch einen Gutschein mitgenommen, den habe ich auch da abgestaubt, damit ich, falls ich Ultimate Team Let's Playe, das ist ja noch irgendwo ungewiss, dann habe ich schon mal 5 gratis Gold Sets. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Ja, dann nach FIFA bin ich direkt zum Battlefield-Stand, weil der sah sehr leer aus. Sorry, aber da war direkt die First Line, die war nur zur Hälfte gefüllt. Okay, die erste Reihe war zur Hälfte gefüllt. Dann habe ich, ja, sorry, aber dann muss ich da zuschlagen. Entschuldigung. Bei sowas muss ich dann zuschlagen. Ich habe mich direkt angestellt. Da waren so zwei vor mir, die waren ein bisschen kleiner, sahen auch relativ jünger aus. Also ich bin ja 18, aber die sahen jünger aus halt, haben aber ein 18er-Bändchen gehabt. Und dann hat die Frau da von diesem EA, von dieser EA-Schlange, hat dann halt direkt die gebeten, den Ausweis zu zeigen. Ich habe währenddessen noch mit Kumpels geschrieben, boah, ich habe gerade FIFA angetestet und habe irgendwas bei Facebook gerade gepostet. Und dann habe ich die Frau gefragt, soll ich meinen Ausweis auch zeigen? Sagt sie, ach nö, dir kaufe ich es ab, dass du 18 bist. Und dann haben die erstmal doof nach hinten geguckt, weil ich sah halt nicht viel älter aus, sage ich jetzt mal, wie die. Ich war auch frisch rasiert, sprich ich hatte keinen Bart oder so, aber ich hatte halt den übelsten Lockenkopf, den es gibt wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit Würmern und Viechern im Haar, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall sah ich für die anscheinend älter aus und die selber haben gemeint, dass ich nicht so viel älter aussah als die. Auf jeden Fall, ich bin reingekommen, wusste erstmal nicht, was ich da machen soll. Man hat mir irgend so ein Bändchen in die Hand gedrückt, da war ist irgendein Code drauf oder sowas und dann musste ich mich in Facebook anmelden mit meinem Facebook-Account. Und habe dann Poster gratis geschenkt bekommen, so ein Battlefield-Poster, das habe ich hier, das habe ich noch gar nicht aufgehängt. Ich weiß auch gar nicht wohin, weil das ist schon ein relativ großes Poster. Das ist wie so ein Mannschaftsposter von Schalke ungefähr so groß. Ich glaube sogar, das ist noch ein bisschen länger. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich bin reingekommen, dann konnte man sich erstmal so fotografieren lassen in so einem Raum, da waren so Gitter und sowas. Konnte man sich fotografieren lassen. Habe ich jetzt mal gelassen. Musste nicht unbedingt sein. Ja. Musste nicht unbedingt sein. Dann bin ich in den nächsten Raum. Da waren die ganzen Gamer. Da gab es nochmal so eine kleine Schlange, aber es ging auch relativ schnell. Man hat dann einfach in die Runde gerufen, so ja, von wegen, wer ist einzeln da, wer ist einzeln da. Wenn du da alleine kommst, hast du einen riesen Vorteil. Du kannst wirklich dich da, ja, in gewissermaßen irgendwo reinquetschen in die Runden. Dann bin ich direkt rangekommen, habe da meine Karte drüber getan, es hat einmal Piep gemacht und dann konnte ich auch schon direkt an die Konsole. Man hat auf der PS4 gespielt, oder war das PS4? Ja, das war PS4. Auf jeden Fall, ich dachte immer, weil es bei Call of Duty ist und so, dass man mit L1 und R1 schießt. Das habe ich weil am Anfang des Spiels falsch gemacht, da habe ich direkt mal eine Granate aus Versehen geworfen. Das haben die ja irgendwie vertauscht. Früher war es, glaube ich, so, dass man mit L1 und R1 geschossen hat. Ich habe kein mit L1 gezielt und mit R1 geschossen. So rum. Keine Ahnung, auf jeden Fall musste ich mich an die Steuerung gewöhnen. Da war so ein kleines Mauspad-ähnliches Ding auf dem Tisch, wo die Steuerung nochmal so, ja, einfach halt drauf war, so ein Foto von dem Controller, dann die Stars, Schuss, ducken, nachladen und so weiter. Man hat so ein Spielmodi gespielt, das waren glaube ich 5 gegen 5 oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man stirbt, dann ist man weg und muss den Rest der Runde zuschauen. Man musste irgendwelche Drogen oder so in irgendeinem so Hanflager unterhalb beschützen oder so vor Leuten. Und die andere Truppe, wie gesagt, musste die irgendwie zerstören oder so. Keine Ahnung, wie das war. Ist mir auch relativ egal. Auf jeden Fall, wer viermal gewonnen hat, hat die ganze Runde gewonnen. Ich konnte, glaube ich, 2 Runden spielen und danach bin ich freiwillig gegangen, muss ich schon sagen. Also, es ist nicht so, dass man da drin verscheucht wird. Ich bin freiwillig gegangen irgendwie, weil es hat schon ziemlich lang gedauert. Ich bin mir sicher, ich war da drin eine halbe Stunde. Und die haben nichts gesagt. Also meine Leute, die wohnen neben mir waren, die waren auch da sicherlich eine halbe Stunde, also mindestens 2 Runden. Und dann, ja, habe ich einfach meine Sachen gepackt und bin dann gegangen. Ja.
Nach Battlefield habe ich dann meine Kollegen angerufen, habe dann gesagt, ja, Jungs, wo seid ihr? Ich habe gerade Battlefield gezockt, die Stars und gleich tritt Kollege auf. Haben die gesagt, ja, boah, Kollege, wir sind gerade in da in der Halle und habe ich gesagt, ja, kommt in Halle 6, da ist der auf der Bühne gleich und da waren halt schon die übelsten Massen, die es gibt. Bestimmt 1000 Leute oder so, die haben da alle ihre Handys hochgehalten, ihre Kameras in die Höhe gehalten, alle um nur Kollege einmal auf die Linse zu kriegen. Ihr habt es ja, glaube ich, gesehen in meinem Gamescom-Trip Teil 2, dass die da irgendwo ja schon ein bisschen gestört haben, muss ich sagen. So, Leute, ich merke gerade, ich laber ein bisschen viel. Ich habe schon 12 Minuten, 13 Minuten, 14, 15, keine Ahnung, wie lange über die Gamescom gelabert. Ich werde das Ganze fortsetzen in einem weiteren Part. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel reden kann über die Gamescom. Auf jeden Fall, ich werde das Ganze fortsetzen in meinem anderen Part. Lasst doch einen Daumen hoch da oder abonniert mich am besten, wenn ihr mich das noch nicht getan habt. Keine Ahnung, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns bestimmt bei irgendeinem nächsten Video oder so. Bis dann, euer Gaming Kellner. Es ist noch nichts verloren. Die Kulisse ist da, die Fans haben noch nicht aufgesteckt. Nur ein knapper Rückstand gegen den FC Bayern München. Dante. Mario Götze. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Guter Pass. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das ist vielleicht schon die letzte Chance. Und der Ausgleich liegt noch mal in der Luft. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Mario Götze! Da war ordentlich was dahinter, hinter diesem Schuss. Aber der Torhüter, er ist da. Wie furchtbar, wie grausam. Asche auf ihr Haupt. Ein Eigentor war es, Buschi. Und guck ihm ins Gesicht. Guck ihm ins Gesicht. Das ist der Pechvogel. Oh, der wird schlecht. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin.